Ja, hallöchen, hier ist wieder euer Falk. Und das ist das neue Projekt. Und zwar hat mir das der Dietmar zugeschickt. Mit der Bitte, es doch restaurieren zu können. Jawohl. Das machen wir natürlich gleich. Ja, es ist ein Jaguar E-Type. Ein Traumklassiker. Auf jeder Oldtimer-Ausfahrt zu sehen. Und er möchte ihn wieder in Originalfarbe. Das war so ein Metallicrot. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Und machen uns an die Arbeit. So, hier ist das gute Stück. Jaguar E-Type, made in England, bei Lesney, Nummer 32. Hat noch schön hier Speichenfelgen. So, da werden wir es erstmal aufbohren, um die Sache mal genauer anzusehen. Reifen schon etwas beschädigt. Die Tür ist ja ganz schön verdreckt hier drinnen. Das ist die Karosse. Auch ganz schön oxidiert. Ja, rot. Ja, am Radlauf sieht man es noch ein bisschen. Einfach ein schönes Metallicrot. Ja, ist zwar nicht mehr viel Farbe dran, aber das, was dran ist, müssen wir nur auch noch loswerden. Ja, nehmen wir wieder unseren Ätzner dran. Heißes Wasser rein. Dann unser Werkstück. So, das Unterteil auch. Da habe ich jetzt die Reifen mal abgemacht, sonst bleibt da vielleicht nicht mehr viel übrig. Na, viel braucht man nicht. So viel Farbe war ja nicht dran. Zack, so. Lesen. Und eine Weile ruhen lassen. Ja, da lag es ab. Nun schleifen wir ein bisschen hier, dass das schön glatt ist. Oxidation weg. So, auch mit dem Rest noch und auch das Unterteil werden wir jetzt noch schön schleifen. Ja, Karotte glänzt wieder, alles prima. Jetzt nehmen wir hier das Grundierspray 87042 von Tamiya. Das finde ich ist das Beste, aber es gibt ja noch viele andere. Und das Unterteil auch. Erstmal schon mal trocknen. Ja, und als Lack habe ich mich für die TS95 entschieden. Das Auto war ja ursprünglich mal ein dunkelrot Metallic. Und damit man dem wieder nahe kommt, nehmen wir diese Farbe. Ja. Sieht ganz gut aus.
Und das Unterteil, das war schwarz. Und das machen wir auch wieder schwarz. So, dann sind die Felgen in schwarz. Wunderbar. Ja, jetzt ist das Unterteil schön schwarz. Wunderbar, aber die Felgen natürlich auch. Jetzt hat es für ein altes Auto natürlich keine schwarzen Felgen, sondern schön verchromte. So. Jetzt will ich hier natürlich was dahinter kleben. Die Etiketten habe ich jetzt hier genommen. Wie ihr seht, funktioniert es nicht so, wie ich mir das dachte. Okay, ich nehme ein neues. Ist der Plan. Und jetzt können wir das nämlich hier lackieren. So, alles schön eingepackt. Und jetzt nehmen wir das schöne Silber. Na, ich habe alles erwischt. Ja, bevor wir zum Zusammenbau kommen, werden wir die Scheibe noch etwas polieren. Und zwar nehme ich dann mal meine Metallpolitur und ein Wattestäbchen. Hier sieht man ja noch ein bisschen blind. Zwar schon gesäubert die Scheibe, aber muss eben noch ein bisschen poliert werden, damit man auch durchgucken kann. So, müssen wir ein Weichen machen, damit die wieder glänzt. So, seht ihr, man kann wieder durchgucken. Ja, und jetzt bauen wir die hier ein. So, das Interieur rein. Na. Ach, jetzt muss man mal die Wege hier drauf machen, sehe ich gerade. Zack. Auf die schön frisch gesprühten Felgen kommen jetzt die Reifen wieder. Und da wirkt das gleich wieder ordentlich. So. Wieso geht das nicht? Ja. Irgendwas sitzt nie richtig. So. So. Jetzt müssen wir allerdings hier vorher noch die Löcher bohren für die Schrauben. Ja, Löcher sind drinnen. Die Schräubchen noch reinschrauben. Werde ich immer wieder nach den Schrauben gefragt. Ich habe wieder welche bestellt. Die waren jetzt alle im Shop. Dass ihr das auch zu Hause nachbauen könnt. Ja, und jetzt gibt es noch ein bisschen Finish.
Und zwar hat der Jaguar hier die Lampen. Ja. Das mal ein bisschen sichtbar machen. Und mit dem Fein. Den Rand noch mal genau. So. Und hier vorne noch die Stoßstangen. Die groben nehmen. Diese schöne verchromte Eckstoßstange. Ja, währenddessen ich das hier male, will ich euch noch was erzählen. Und zwar ab nächster Woche, den 14. Dezember, ist bei uns in Sachsen schon wieder Lockdown. Das heißt, ich muss meinen Laden schließen. Vielleicht wisst ihr es, ich habe einen Spielzeugladen. Und Spielzeugläden machen natürlich den meisten Umsatz mit dem Weihnachtsgeschäft. Demzufolge sieht es da düster aus. Aber ich habe ja noch meinen Online-Shop. Und ich hoffe da auf rege Kaufkraft, damit wir das hier noch halbwegs unbeschadet überstehen können. Ja, ich will ja nicht rumjammern, aber ich wollte es mal erwähnen. Und wer Lust hat und zufällig noch was braucht, kann gerne bei mir im Online-Shop einkaufen. In jedem Video habe ich einen Link drin und auch einen Gutschein. Da gibt es nämlich nochmal sagenhafte 10% Rabatt für meine YouTube-Zuschauer. So, in der Zwischenzeit habe ich das ja fertig gemalt. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also, der gilt übrigens für den Modellautoshop und auch für den Holzspielwarenshop. Und jetzt ist der Jaguar fertig. Ja, so sah er vorher aus. Der Jaguar E-Type von Matchbox. Und zwar hat ihn der Dietmar zugeschickt, um ihn restaurieren zu lassen. Ja, und das ist das Ergebnis der Restaurierung des Jaguar E-Types. Ich hoffe, der Dietmar freut sich darüber und es gefällt ihm. Und vor allem hat er sich so vorgestellt. Ja, also mir gefällt er. Wenn es euch auch gefallen hat, dann natürlich unbedingt den Kanal abonnieren und liken und kommentieren. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder. Grüße aus Dresden in die Welt. Euer Falk.